Hallo Leute, heute reden wir mal über das Bundesteilhabengesetz. Das Bundesteilhabegesetz ist ja ein Gesetz für Menschen mit Behinderung, als Verbesserung für also als Besserung für Menschen mit Behinderung, dass sie halt eben besser bevorzugt werde und so weiter. Und heute reden wir mal genau über das Gesetz, aber das Ganze stimmt so nicht, wie ich das von meiner Seite aus sagen kann. Das gibt im Endeffekt mehr, also zwei Schritte vor und wieder ein Schritt zurück, ist das so etwa gesagt. Also ich erkläre jetzt erstmal, was ich über das Gesetz halte und meine Meinung darüber. Das Gesetz ist so ausgelegt, ich wolle so viel wie möglich Geld einsparen in alle möglichen Bereiche. Jetzt ist es möglich, bis zu 26.000 Euro zu sparen. Ab 2020 ist es sogar möglich, 50.000 Euro als Vermögen zu behalten. Weil früher war es ja so, dass Menschen mit Behinderung und die Assistenz bekommen, tut zum Beispiel nur 2.600 als Vermögen. Hierzu muss ich sagen, dem Bereich ist es schon etwas besser, dass man dann ein paar Jahre bis zu 50.000 Euro sparen kann. Aber mir persönlich gefällt das eben nicht. Ich soll sagen, dass derjenige, so wie der andere normale Mensch auch, so viel sparen darf, wie er will. Würde ich mal einfach mal so sagen. Aber das Gesetz hat auch andere Punkte absolut versagt. Zum Beispiel die Menschen, die jetzt in einer Behindertenwerkstatt arbeiten tut, also tun von mir aus, die werden den Job zum Beispiel verlieren. Viele Personen. Das Gesetz sagt einfach so, Gleichberechtigung. Das heißt ja eben, dass viele Menschen einfach keinen Anspruch mehr haben auf einen Platz in der Behindertenwerkstatt. Ich persönlich finde Behindertenwerkstätte ohnehin nicht so gut. Aber die Menschen, die gerne da arbeiten wollen und da eben ihr Anspruch darauf verlieren, für die ist er wiederum, sage ich mal, ziemlich blöd. Da müsste ich raus erstmal einen Platz suchen und genau das ist halt eben in das Gesetz nicht geregelt. Viele Personen haben ja durch ihre Behinderung keinen Schulabschluss und deswegen auch können die auch keine Ausbildung anfangen in irgendeinem Betrieb, wie zum Beispiel bei Media Designer oder sonst irgendwo. Und das ist eben das Gesetz, so eine riesengroße Lücke. Heißt, für derjenige Hartz IV und damit fertig, bis der einen Job gefunden hat in mehrere Jahre. Noch dazu kommt, die Behinderte, die jetzt alleine wohne, ist zwar noch nicht überall so, aber so wie das Gesetz ausgelegt ist, wollt ihr so viel Geld wie möglich einsparen. Das heißt, wenn jetzt einer alleine wohnt, tut mit Assistenz, dass das Ganze für die wesentlich günstiger ist, wenn jetzt Behinderte in ein Wohnheim geschwungen werde, weil das halt eben ein Wohnheim wesentlich günstiger ist, weil man sich eine Assistenz mit mehreren Personen teilen kann, weil das Ganze eben so wesentlich günstiger ist, gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das Gesetz wird auf jeden Fall von vielen Behinderten nicht unterstützt und viele mögen das Gesetz ja auch nicht. Zum Beispiel ein guter Beitrag habe ich das schon mal gesehen über das Gesetz, dass zum Beispiel viele Hilfe, die der vorher bekommen hat, zum Beispiel nicht mehr bekommen tut. Um Hilfe zu bekommen, muss man in fünf Lebensbereichen ein Handicap haben. Das heißt zum Beispiel, in fünf Bereichen muss man ein Handicap haben, um halt eben einen Anspruch auf Hilfe zu bekommen. Das heißt zum Beispiel, selbst ein Taubstummer kann diese fünf Bereiche niemals einbehalte, weil zum Beispiel mit Taubstumme kann es zum Beispiel gut
kommuniziere mit Leuten, die wiederum hören können, wiederum nicht. Und dann sagt das Gesetz, hier habe sie keine Beeinträchtigung und deswegen fällt den Punkt wiederum weg. Also selbst wenn du vier andere Punkte ein Handicap hast, fällt der fünfte Punkt damit einfach weg. Und ich werde wiederum Hilfe einfach gerichtet. Und könnt gerne eure Meinung über das Gesetz gerne selbst bilden und selbst nachlesen. Ich werde bestimmt in die Videobeschreibung bestimmt eine Webseite verlinken, die da ganz normal, ganz genau nachher tut, wie der Ganze ist. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung über das Gesetz. Das Gesetz ist auf jeden Fall richtig bescheuert, muss ich sagen. Und viele Leute haben auch schon darüber demonstriert. Bei Angela Merkel zum Beispiel, weil das Gesetz finden die, wie gesagt, die meisten ja überhaupt nicht gut. Und ja, so viel zu meinem Video, so viel zu meine Aussage über das Gesetz. Wenn du mehr Fragen über das Thema haben solltest, könnt ihr sehr gerne mal das in die Kommentare stellen. Meins wäre auf jeden Fall das so gesagt, die ich sagen konnte. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Fragen über das Thema haben solltet, könnt ihr sehr gerne einfach in die Kommentare stellen. Und dann werde ich auf jeden Fall dann beantworten, vielleicht sogar in ein neues Video. Auf jeden Fall so viel zu das Gesetz. Gut, dann sage ich mal, wir sehen uns bei das nächste Video und bis dann Leute und haut rein.